Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Digital vernetzt und ausspioniert, jetzt in einer neuen hybriden Form. Der Branchenverbund Consulting hat gemeinsam mit dem TIM, dem IT-Cluster der JKU, dem LIT Open Innovation Center und der Fachhochschule Oberösterreich dieses Programm aufgestellt, wo wir unsere Kräfte bündeln, also Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam, um zum Thema IT-Security Ihnen weiterzuhelfen, Sie weiterzubilden, weil wir wissen, jede vierte Firma, jedes vierte Unternehmen in Oberösterreich ist von Cyberangriffen bedroht oder hatte bereits einen Cyberangriff im Unternehmen. Das kann natürlich jetzt sein von einer Hackerattacke bis hin zu einer Phishing-Attacke, bis zu einem Phishing-Angriff. In den unterschiedlichsten Formen ist man davon bedroht. Wahrscheinlich hatten auch Sie irgendwann einmal schon den einen oder anderen Kontakt mit jemandem, der in irgendeiner Form mit Ihnen Geld verdienen wollte oder Daten ausspionieren wollte. Und genau dafür gibt es diese Veranstaltungsreihe. Wenn Sie außerhalb der Veranstaltungsreihe Tipps haben wollen, haben wir einige Angebote auch für Sie parat. Einmal die Cyber Security Hotline unter der Nummer 0800 888 133. Sind Experten für Sie da, die Ihnen im Falle eines Angriffes, eines Security Breaches, eines Problems, das bei Ihnen aufgetreten ist, weiterhelfen und die Ihnen schnell mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wenn Sie darüber hinaus Ihr Netzwerk absichern wollen, gibt es auf www.hardlex.at die Expertinnen und Experten im Bereich IT, die im Security-Bereich weiterhelfen, dass Ihr Unternehmen resilient und abgesichert für die Zukunft ist. Und wenn Sie sagen, naja, das ist alles gut, aber mir eventuell zu teuer, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, mit den Initiativen Digital Starter Upgrade des Landes Oberösterreich und der Wirtschaftskammer sowie der Initiative Erfolg Plus hier auch Förderungen einzureichen, bei Digital Starter Upgrade bis zu 24.500 und bei Erfolg Plus die schnelle Hilfe mit bis zu 750 Euro Barzuschuss zu diesen Beratungs- und Umsetzungsleistungen. Nutzen Sie die Informationen, nutzen Sie die Hilfen. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg und alles Gute für diese Veranstaltungsreihe. Nutzen Sie die Angebote und seien Sie dabei, seien Sie wachsam. Viel Erfolg, alles Gute. Ja, herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mein Name ist Stefan Schöffler und ich darf Sie durch eine gute Dreiviertelstunde führen. Zu meiner Seite Professor René Meyerhofer von der Johannes Kepler Universität. Und es wird heute um das Thema gehen, moderne Authentifizierungsmechanismen für praktische IT-Systeme. Und zu Beginn dieses Webinars wollen wir ein bisschen abtesten, wie es Ihnen auch in der letzten Zeit so gegangen ist. Und wir werden Ihnen drei Fragen kurz stellen und bitten um Ihre rege Teilnahme. Bitte schön. Erste Frage geht zum Thema, wann oder sind bereits Szenarien sozusagen im Unternehmen aufgetreten, sei das Hackerangriffe, Befall von Schadsoftware, Datenverlust oder Online-Betrug oder auch das Blockieren oder Stören von Webseiten. Bitte stimmen Sie jetzt kurz ab. Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis, um hier einen Eindruck zu erhalten. So, ich glaube, wir sind bereit für das Ergebnis. Vielleicht können wir das kurz zeigen. Das heißt, gerade Online-Betrug, E-Mail und Phishing liegt ganz vorne. Nächste Frage und die zielt darauf ab, wann war denn das in etwa? War das im letzten halben Jahr, gerade Corona-bedingt oder letztes Jahr oder liegt dieser Vorfall oder liegen diese Vorfälle schon länger zurück? Bitte um Ihre kurze Antwort.
Okay, sehr ausgeglichen. Und eine dritte kurze Frage hätten wir Sie für Sie vorbereitet. Und zwar, es geht ja heute auch um das Thema Authentifizierungsmechanismen. Wie schaut es bei Ihnen im Unternehmen mit der Passwortrichtlinie aus? Ist diese eher komplex? Wie schaut es mit der Länge aus? Ist regelmäßiges Ändern gefordert oder gibt es ganz klare, eindeutige Passwörter? Bitte um Ihre kurze Antwort. Okay, sehr, sehr komplex sind wir schon beim Thema. Und ich darf nun mit diesem kleinen Einstieg übergeben an Herrn Professor René Meyerhofer von der JKU und bitte um seine Ausführungen. Ja, danke schön für die Einführung und auch für diese ganz kurzen Ergebnisse, die wir in der Umfrage hatten. Vor allem auf den letzten Teil möchte ich dann noch etwas näher eingehen. Sieht man die Folien schon? Okay, ich sehe sie nämlich leider im Moment. Nächste, wir sehen nur die Fragen. Ja. Also einmal. Okay, das war jetzt einmal zu viel. Jawohl. Ja, mein Name ist René Meyerhofer und ich vertrete hier im Moment das Institut für Netzwerke und Sicherheit sowie das LIT Securing Correct Systems Lab der JKU Linz. Nachdem es in der Aussendung erwähnt wurde, möchte ich hier noch klar dazu sagen, ich war 2 Jahre bei Google tätig für Android Platform Security und bin auch immer noch beratend für Google aktiv, spreche aber heute definitiv nicht für Google, sondern rein in meiner akademischen Rolle. Zuerst möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen, wie ist denn jetzt überhaupt die Wahrnehmung und wie ist die Realität zu IT-Security? Und eine Zahl, die da immer wieder ganz gerne verwendet wird zur Bewertung, wie geht es uns denn, wie sicher sind denn unsere Systeme, sind die sogenannten CVE-Numbers, die Common Vulnerability Enumeration, also die offiziell bekannt gewordenen, gemeldeten und dann hoffentlich behobenen Sicherheitslücken in unseren Software- und Hardware-Systemen. Und wie man hier sieht, sind die sprunghaft angestiegen, so über die Jahre und auch Jahrzehnte. Bedeutet das jetzt, dass Software und dass unsere Systeme automatisch schlechter geworden sind? Nein, nicht unbedingt. Das ist eine der Metriken, die man deswegen hernimmt, weil es halt eine Zahl ist, die überhaupt erfassbar ist und die man vergleichen kann, aber nicht unbedingt eine gute. Das heißt, dieses oft gezeichnete, auch in den Medien gezeichnete Bild, es ist alles schrecklich, unsere Welt brennt, die IT-Welt brennt, wir brechen zusammen, würde ich jetzt etwas hinterfragen. Es ist nicht ganz so schlimm. Ja, wir haben unsere Aufgaben. Es gibt handfeste Problemfelder für IT-Security, von Ransomware angefangen, über Phishing, über wirklich handfeste Sicherheitslücken in Systemen, die verwendet werden können, um über gezielte Angriffe diese Systeme von außen zu übernehmen. Aber die Welt ist noch nicht zusammengebrochen. Also wir sind auf einem Status, wo die Systeme im Wesentlichen, gegeben die Komplexität, sehr, sehr gut funktionieren. Aber Einzelfälle gibt es immer wieder und die Zahl der Einzelfälle nimmt halt auch mit dem steigenden Grad der Digitalisierung, mit dem steigenden Grad der Verwendung und der Abhängigkeit von solchen Medien natürlich zu. Gegenteilig muss ich aber leider auch sagen, es gibt leider keine Wundermittel. Also erwarten Sie nicht, dass Sie jetzt ein neues Softwareprodukt kaufen, eine Firewall, ein neues System, das Ihnen alle Ihre Security-Probleme lösen wird. So einfach ist es nicht und vor allem muss man leider stark aufpassen, nicht Hype-Themen zu erliegen. Diese Hype-Themen gibt es auch in der IT-Security, die wandeln sich so vielleicht im 5-Jahres-Rhythmus. Die letzten 5 Jahre war Blockchain der Hype. Es gibt hier ganz nette Seiten, wie zum Beispiel diese doyouneedablockchain.com, die als Entscheidungshilfe dienen kann, ob Blockchain ein sinnvolles Instrument ist, um ein bestehendes Problem zu lösen oder nicht. Kleiner Teaser, zu wahrscheinlich über 95% gibt es einfachere, billigere, etabliertere und viel, viel weniger komplexe Mechanismen als Blockchain für die meisten Probleme, die wir derzeit so in der IT-Security oder vielleicht auch in anderen Fällen haben. Aber jetzt diese halb scherzhaft beiseite. Ich möchte mich zuwenden dem, was wir digitale Identitäten nennen. Digitale Identitäten sind so das Sammelsurium an allen möglichen Daten und Attributen, die
unser Leben, nicht nur das digitale Leben, wie zum Beispiel die Kommunikation in sozialen Netzwerken, unsere zunehmenden Videokonferenzen, Instant Messaging und so weiter, über das Verwenden von allen möglichen Internetdiensten, Webseiten, über Bezahldienste hinweg, bis hin zu immer mehr Interaktionen auch der physischen Welt umfassen. Unsere Attribute, die in irgendwelchen Datenbanken oder vielleicht auf Plastikkarten hinterlegt sind, bestimmen, ob wir inzwischen eine Tür öffnen können im Bürogebäude oder nicht. Wie viele Bürotüren haben jetzt schon solche digitalen Schließsysteme und nicht mehr den klassischen Schlüssel? Unsere Reisefreiheit, das Verwenden des öffentlichen Verkehrs bis hin zur Bonität oder der Möglichkeit, überhaupt Versicherungsschutz zu erhalten, wird inzwischen alles bestimmt durch die Attribute, die unsere digitale Identität bestimmen. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Was ist so eine digitale Identität jetzt eigentlich wirklich in der Praxis? In der Praxis kämpfen wir mit unseren hunderten verschiedenen Benutzernamen und Passwörterkombinationen. Manchmal ist die E-Mail-Adresse der Benutzername, manchmal ist es die Telefonnummer. Aber diese Kombination aus irgendeiner Form von Identifier und Passwort ist scheinbar allgegenwärtig. Und das ist auch ein Thema, das uns noch weiter verfolgen wird und das sehr stark bestimmt, wie sicher eigentlich unsere aktuellen Systeme sind, weil diese Identitäten oft über Passwörter gesichert sind. Wenn wir einen kurzen Überblick wagen, wie sich diese Authentifizierung, also das Antreten eines Beweises, wer man jetzt ist, dass man diese behauptete Identität, die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen, die Telefonnummer auch wirklich selbst innehat, die man beweist über die Kenntnis eines Passwortes, möchte ich überblicken, wie hat sich das über die Jahrzehnte gewandelt. Da gibt es auf der einen Seite mal die sehr oft trockene akademische Forschung mit so Schlagwörtern wie Attribute oder Identity-Based Cryptography bis hin zu Zero-Knowledge-Proofs, die man vielleicht auch in den Fachmedien oder auch zum Teil in den Massenmedien schon gelesen hat. Das hat sehr lange Historie zum Teil. Da gibt es ein sehr viel beachtetes Paper von Jaum damals, Security Without Identification, und ich möchte nur hinweisen darauf, wann das passiert ist. Das war im Oktober 1985, als man sich intensiv in der akademischen Forschung schon mit Verbesserung von Authentifizierung weg von Passwörtern bereits auseinandergesetzt hat. Als zweite Ebene, so irgendwo dazwischen, gibt es etwas, das in Richtung öffentliche Standards reingeht. Also es gibt durchaus sehr viele Standards, wie auf der europäischen Ebene die eIDAS-Richtlinie zur digitalen Authentifizierung, die auch europaweit übergreifendes, länderübergreifendes Authentifizieren ermöglichen soll, mit sehr hoher technischer Qualität, über neuere Standards, wie zum Beispiel die mobilen Führerscheine, wo ich noch ein paar Minuten etwas dazu sagen möchte, bis hin zu wirklich landesweit etablierten Systemen, wie das Aadhaar-System in Indien, wo über biometrische Authentifizierung, Fingerabdrücke, Iris-Scans, Gesichtserkennung, Zugang zu sehr vielen Leistungen, bis hin zu Sozialleistungen oder die Eröffnung von Bankkonten moderiert wird. Oder in China zum Beispiel das Social Scoring System, das auch schon viel zitiert wurde. Und hier am anderen Ende sehe ich die Industriepraxis. Also das, was wirklich jetzt in der Breite passiert, abseits von der akademischen Forschung und auch noch nicht unbedingt verbunden mit den öffentlichen Standards, die oft sehr komplex sind. Und die Integration mit diesen Systemen ist nicht sehr einfach, auch für KMUs zu leisten. In der industriellen Praxis haben wir, wie auch die Frage am Eingang angedeutet hat, Passwortrichtlinien. Wir haben eine Integration, vor allem bei Webpages, mit einem Login über andere große Drittanbieter, Facebook, Google etc. Und wir haben SMS-Verifikation. Und dann ist oft lange nichts. Inzwischen einziehend sehen wir auch etwas neuere Standards, die das Passwortproblem und die vielen Accounts zum Teil lösen. Also Standards zur Authentifizierung auf Webseiten, die über offene Austauschformate wie OAuth oder eben auch Passwort-Ersatzmechanismen, Zwei-Faktor-Authentifizierungsmechanismen wie TOTP, HOTP und so weiter schon langsam einziehen. Aber das Passwortproblem an sich, dieses Problem, hunderte verschiedene Passwörter irgendwie verwalten zu müssen, noch nicht lösen. Aber es gibt Hoffnung von 1985, es hat halt ein bisschen gedauert, aber in 2019 haben wir jetzt gesehen eine Entwicklung eines neuen Standards, der sich nennt FIDO2 oder WebAuthn, der es jetzt erstmals erlaubt, auf Passwörter, zum Beispiel beim Weblogin, auch wirklich komplett zu verzichten, indem man solche kleinen USB-Tokens zum Beispiel verwendet, die per NFC angebunden werden können, per USB, auch inzwischen mit USB-C, damit es auch am Handy funktioniert, und die es ermöglichen, dass die Login-Daten pro Service, pro Account, pro Webpage individuell von diesem Stick generiert werden und man damit nicht mehr
auch nur in Versuchung gerät, Passwörter zu teilen über mehrere Accounts hinweg, sondern das passiert ganz automatisch da drinnen. Man muss sich selbst nicht drum kümmern. Also diese kleinen Sticks, die es seit 2019 standardisiert gibt und die auf allen großen Webplattformen inzwischen über diesen Web-Authent-Standard implementiert sind, sind die eine kleine Geheimwaffe gegen Phishing, gegen Password-Phishing. Selbst wenn Sie ein Passwort in ein falsches Formular eingeben, das täuschend echt aussieht, damit ist sichergestellt, dass ein Angreifer das Passwort nicht auf einer anderen Seite verwenden kann, weil es individuell für den einzelnen Account damit abgeleiteten Zugang gibt. Das heißt, wir sehen hier, der Gap zwischen akademischer Forschung und industrieller Praxis, breiter Verteilung, ist zum Teil schon in Jahrzehnten gemessen, aber er wird auch durchaus kleiner. Also wir sehen jetzt, dass es viel schneller geht, dass solche neuen Techniken auch in der Praxis einziehen. Nur ein kurzes Beispiel, dieser Standard des mobilen Führerscheins, der sich jetzt gerade in der ISO-Standardisierung befindet, wir nehmen auch als Gruppe an der Johannes Kepler-Universität hier teil an diesem internationalen Standardisierungsprozess, hat erst vor gut 2 Jahren begonnen und ist jetzt bereits in einem Status, wo er kurz vor dem internationalen Abstimmungsvorgang sich befindet und kurz davor steht, wahrscheinlich auch final zu werden. Hier kann man sehen vielleicht, was würde man alles an diesen Attributen der eigenen digitalen Identität übertragen bei einer Verkehrskontrolle. Naja, bei der Verkehrskontrolle relativ klar, alles, was halt im Führerschein draufsteht. Von Name über Geburtsdatum, das Gesichtsbild zur Verifikation, dass das auch mein Ausweis ist, über eben in manchen Ländern Wohnort oder biometrische Merkmale und natürlich für den Führerschein wichtig die Fahrzeugklassen, für die man berechtigt ist und etwaige Einschränkungen. Technisch interessant, das sollte auch funktionieren, wenn man gerade kein Mobilfunknetz hat. Also in so exotischen Plätzen, die in Österreich es auch immer noch gibt, wie zum Beispiel Tiefgaragen, wo man jetzt noch nicht perfekten Empfang hat, sollte auch das Herzeigen des digitalen Führerscheins noch funktionieren. Aber wie oft wird ein öffentliches standardisiertes Dokument wie der Führerschein in der Praxis verwendet für den eigentlichen Zweck, wie zum Beispiel in der Verkehrskontrolle? Also ich glaube, meine liegt sicher mehr als 5 Jahre, wahrscheinlich eher 10 Jahre die letzte zurück. Das, man braucht ihn eigentlich fast nie dafür. Wie oft zeigt man den Führerschein her, um nur zu zeigen, man ist jetzt alt genug, um dort einzutreten oder sich irgendwas zu kaufen? Das ist der Standardfall. Also wir nehmen unseren Ausweis für Dinge, für die er eigentlich nicht gemacht wurde. Wenn man jetzt den Ausweis vorzeigt an der Kasse, werden auch alle diese Attribute derzeit übertragen. Mit einem digitalen Ausweis kann man das so regeln, dass man nur die wirklich notwendigen Attribute für diesen Vorgang überträgt. Zum Beispiel eben das Gesichtsbild zur Verifikation, ja, das ist wirklich die Person und das Alter und nicht mehr. Nicht meinen Namen, nicht meinen Wohnort, nicht, dass ich eine Brille brauche, wenn ich Auto fahre. Das ist alles irrelevant für diesen Vorgang und Daten, die man nicht braucht, sollte man in Bezug auf Security und Privacy, also auf Datenschutz, nicht übertragen. Und der digitale Führerschein erlaubt genau das. Hier ging es schneller. Also dieser Prototyp, den haben wir gebaut im Rahmen des Josef-Ressel-Zentrums in 2016, 2017. Und jetzt mit 2020 ist das eingezogen in die aktuellste, neue, jetzt erst vor kurzem veröffentlichte Version von Android 11, als ein neues Framework, um beliebige solche Ausweise, nicht nur Führerscheine, sondern von der Supermarkt-Bonus-Club-Karte bis hin zum zukünftigen Reisepass sicher und datenschonend am Mobiltelefon abzulegen. Also hier war der Gap nicht von 1985 bis 2019, sondern hier haben wir es in 3 Jahren geschafft, von der akademischen Forschung in eine Praxis zu kommen, die natürlich jetzt erst Verbreitung finden muss, aber wo die Grundsteine dafür jetzt bereits im am weitesten verbreiteten Betriebssystem gelegt sind. Nun aber einen kurzen Überblick über ein paar der ganz konkreten Herausforderungen, die ich jetzt auch nicht zuletzt in den letzten 12 Monaten gesehen habe für viele Unternehmen. Ich möchte beginnen mit, was kann man denn verwenden für digitale Kommunikation, für Instant Messaging, also für Chat, für Audio-Video-Kommunikation, typischerweise am Smartphone, idealerweise auch mit Clients für Desktop-Betriebssysteme, damit man das besser integrieren kann. Da möchte ich jetzt keine Produktauswahl hier geben, sollte auch hier nicht der Platz sein, sondern ich möchte Ihnen Fragen mitgeben, die Sie am besten selbst stellen, wenn Sie vor so einer Auswahl stehen. Also wenn Sie die Frage haben, was nehmen wir denn für ein Produkt? Die erste Frage ist, bietet dieses Produkt, dieses Projekt eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung? Und zwar inklusive der Gruppenkommunikation. Sehr oft ist es nämlich so, dass vielleicht die Chats oder 1:1 Audioanrufe verschlüsselt sind, aber sobald man in eine Gruppe geht, diese Garantien zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht mehr halten. Fragen Sie nach, welche der Übertragungen wirklich alle Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, sodass beim Anbieter die Inhaltsdaten gar nicht auflaufen können.
Denn da sind wir schon bei der rechtlich-technischen, organisatorischen Komponente. Wo ist denn der Anbieter? Wo ist der Betreiber? Wo sind die Server? Wo wird die Software geschrieben? Und welche Länder haben potenziell rechtliche Durchgriffsmöglichkeiten auf diesen Provider? Haben sie unmittelbare Konkurrenten in diesen Ländern? Besteht die Möglichkeit, dass das zur Industriespionage verwendet werden kann, wie in der Praxis, wie wir gesehen haben, das durchaus auch schon verwendet wurde? Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt Sie und den Anbieter beidermaßen gegen solche Zugriffsmöglichkeiten auf die Inhalte. Aber es gibt nicht nur die Inhalte selbst. Selbst wenn Sie Daten Ende-zu-Ende verschlüsselt haben, wenn Sie automatischen Ablauf von Nachrichten haben, dass die nach 2 Minuten Anzeige oder nach 2 Wochen automatisch wieder gelöscht werden, es gibt Metadaten. Metadaten, die beschreiben, wer, wann, wie, mit wem, wie oft, welche Arten von Daten, nicht was konkret kommuniziert wurde, aber welche Arten von Daten. War das jetzt ein Videocall, war das eine Sprachnachricht, die man geschickt hat, hat man PDFs übertragen oder andere Daten. Das sind diese Metadaten und wo fallen diese an? Die sind nämlich typischerweise nicht verschlüsselt. Ist es zum Beispiel für einen Merger- und Acquisition-Prozess schon relevant, dass Sie mit einem anderen Unternehmen sehr viel intensiver jetzt auf einmal in Kontakt stehen? Das könnte schon relevant sein. Fragen Sie auch, wo sind diese Metadaten und wie werden diese geschützt? Und final, zurück glaube ich zur Benutzeridentität. Was beschreibt denn die Identität? Wie werden denn Benutzerinnen und Benutzer identifiziert in diesen Apps? Ist es die Telefonnummer? Ist es eine E-Mail-Adresse? Sind es eigene Accountnamen? Kann man die überhaupt ins Unternehmen integrieren? Gibt es eine vernünftige Trennung zwischen beruflichen und privaten Accounts? Oder gibt es, wie bei vielen dieser Apps, die ich nicht nennen möchte, einfach nur die eine Telefonnummer von dem einen Telefon, auf dem es installiert ist? Kann ich gar nicht trennen. Habe ich nur eine Telefonnummer, mit der ich identifiziert bin? Also die Telefonnummer ist oft keine besonders gute Kennung. Versuchen Sie vor allem für einen Unternehmenseinsatz lieber Accounts zu verwenden, die zum Beispiel auf E-Mail-Adressen gebunden sind, statt auf Telefonnummern, weil dadurch gibt es Flexibilität, das auch zu trennen. Videokonferenzen haben wir alle gelernt, hassen und lieben gelernt vielleicht. Und auch hier gibt es natürlich eine Unmenge von verschiedenen Lösungen. Da würde ich als Fragen für den Unternehmenseinsatz primär mitgeben, wie sieht es denn aus mit der Verfügbarkeit, inklusive Bandbreitenbedarf, wenn man jetzt nicht gerade mit einem Glasfaserleitung direkt angebunden ist. Wie sieht es aus mit der Unterstützung verschiedener Plattformen? Gibt es nur einen Windows-Client oder kann man das auf dem eigenen Laptop daheim auch verwenden, wenn das ein Mac-Laptop ist, wenn der unter Linux läuft, wenn der Chrome OS läuft? Gibt es vielleicht eine browserbasierte Lösung? Zur Sicherheit ist es relativ zweischneidig, ob man lokale Clients verwendet, weil manchmal bei manchen Softwarelösungen, wie mir fällt gerade Zoom ein, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Videokonferenzen nur möglich ist, wenn der lokale native Client verwendet wird. Aber gegenteilig, dieser Client auch schon in den letzten 24 Monaten sehr viele Sicherheitslücken selbst hatte. Also die Installation einer nativen Anwendung für Videokonferenzen kann auch wieder Sicherheitslücken öffnen im Vergleich zu, man macht es einfach nur im Browser. Wiederum natürlich die Frage nach den Metadaten sowie vor allem bei Videokonferenzen nach der Benutzbarkeit. Hat dieses Tool alle notwendigen Features? Brauche ich eine Moderation oder sind kleine Teams alle gleichberechtigt? Brauche ich gemeinsame Whiteboards und so weiter? Also welche Art von Kommunikation pflege ich in der Videokonferenz? Das kann schon einschränken, welche Tools ich dafür verwenden kann. Drittens, die Authentifizierung ist der Dauerbrenner. Also welche Services als Unternehmen biete ich denn an? Ist es der klassische File-Service? Habe ich einen Cloud-File-Share, der über einen Webbrowser funktioniert? Habe ich Web-E-Mail? Habe ich andere interne Services, die über einen Browser oder andere Schnittstellen authentifiziert für Benutzer funktionieren? Habe ich mehrere Account-Datenbanken im Unternehmen oder kann man es zu einer zusammenführen? Also das sind einmal die erste Frage nach Lösungen. Was kann man überhaupt einsetzen? Wie viele Services habe ich? Von welchen Endgeräten müssen die verwendet werden? Und gibt es gemeinsame Schnittstellen? Wenn diese Fragen einmal beantwortet sind, dann kann man überlegen, welche konkreten technischen Mechanismen einem helfen könnten, das ewige Passwortproblem in den Griff zu bekommen. Und die erste und vielleicht wichtigste Empfehlung, die ich hier aussprechen möchte, ist, verwenden Sie Passwortmanager. Aber verwenden Sie Passwortmanager, die eine Integration in Ihre wichtigsten Clients haben. Wenn die meisten Dienste im Webbrowser stattfinden, ist es relativ einfach, weil die meisten Passwortmanager, die meisten vernünftigen Passwortmanager haben Add-ons, haben Plugins für die meisten Webbrowser und Sie können direkt die Passwörter einsetzen lassen, spezifisch in die Login-Formulare für die Webseiten, für die diese Passwörter abgelegt sind. Ja, denn, vielleicht kurz zwischendrin. Eine Frage ist gekommen, Passwortmanager KeePass. Ja, KeePass ist ein guter, verwende ich selber.
Okay. Also KeePass, absolute Empfehlung, weil es Open Source ist, weil es plattformübergreifend ist. Also ich verwende KeePass unter Linux, Windows, ich verwende KeePass auch unter Android und synchronisiere meine Account-Datenbank mit einem eigenen Synchronisationsdienst. KeePass ist sehr flexibel darin, wie man diese Passwortdatenbanken überträgt zwischen den verschiedenen Geräten. Kann ich sehr empfehlen. Verwenden Sie bitte auch die Integration in entsprechende Browser, weil dann ist es wirklich komfortabel. Dann gehe ich auf diese Webseite und der Passwortmanager setzt mir automatisch meine Login-Daten ein und ich brauche es nicht einmal kopieren über die Zwischenablage, was auch wiederum eine kleine Sicherheitslücke ist. Wenn Sie einen Trojaner haben, der die Sicherheit, der die Zwischenablage mit abfragt, dann kriegt er all diese Passwörter, die man einfach nur per Copy and Paste überträgt. Also auch das sollte man beim Passwortmanager vermeiden. Also die Frage hat jetzt ausgelöst gleich mehrere Produkte. Wie schaut es aus mit OnePassword oder Password Safe oder MSecure? Also kann man da vielleicht ein bisschen eine Empfehlung geben? Ja, also einen Überblick? OnePassword wird, habe ich selbst keine Erfahrung, wird von anderen gelobt. NPass weiß ich zu wenig drüber. Password Safe gibt es, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Produkte mit dem Namen. Also muss man genau wissen, welches man meint. Ich würde die erste Frage zur Produktauswahl ist für mich, wollen Sie, dass die Passwörter auf einem Cloud-Service gespeichert sind oder nicht? Das hat Vorteile, das hat Nachteile. Vorteil ist, wenn ich irgendwo nur einen Webbrowser zur Verfügung habe und aber eine gute Authentifizierungsmöglichkeit, zum Beispiel meinen USB-Stick mit habe, kann ich auch von entfernt ohne eigenes Gerät, ohne eigene Installation an die Passwörter kommen. Dann wird man an Cloud-Services von diesen Anbietern wahrscheinlich gehen. Und da also gibt es auch gute mit Integration. Dashlane war auch, Manager Dashlane war auch einer. Ist der bekannt, oder? Dashlane habe ich selbst noch nicht verwendet. Es gab vor wenigen Monaten in der CT, in der Computerzeitschrift CT, einen recht guten Vergleichsbericht über diese verschiedenen Passwortmanager und alle Namen sind dort aufgetaucht. Also würde ich empfehlen, suchen Sie nach kurz nach diesem Artikel, den habe ich für wirklich gut gefunden. Ich selbst verwende KeePass, über das kann ich Aussagen treffen. Die anderen traue ich mir jetzt nicht persönlich zu viel drüber zu sagen. Darf ich noch eins anhalten, weil die Frage ist auch gekommen, wo bekommt man das System FIDO2? Wo kann man das erwerben oder wer ist da sicherer Anbieter? Ja, genau. Also hier vielleicht gleich dazu. Passwortmanager sind der erste wichtige Schritt, weil dadurch kann man komplexe, zufällig generierte Passwörter verwenden und eindeutige Passwörter für jeden Account. Dadurch ist es leicht, dass ich mir für jeden Account ein neues Passwort generieren lasse. Aber Passwörter alleine sind nicht genug, weil das Phishing-Problem hat man auch durch den Passwortmanager nicht im Griff. Wenn jetzt eine Webseite so gut gemacht ist, dass die genauso aussieht wie ein Banklogin, dann bin ich wahrscheinlich auch versucht, dass ich aus dem Passwortmanager dieses Passwort wieder rauskopiere und dann hat es der Angreifer trotzdem. Also das wirkliche, die wirkliche Gegenmaßnahme gegen Phishing sind diese 2-Faktor-Authentifizierungssticks. Am besten sind diese FIDO2 oder U2F Web-Authent-Sticks. Da gibt es den Platzhirschen, einen großen Anbieter aus Europa, YubiKey, die ich durchaus empfehlen kann. Also YubiKey haben eine sehr lange Praxis und haben eine gute Security-Historie. YubiKey als Anbieter macht man nicht viel falsch damit. Aber es gibt seit vor allem 2 Jahren jetzt ganz viele auch andere Anbieter, die zum Teil ein bisschen günstiger sind. Also je nachdem, wie viele von diesen Sie kaufen, kann es sinnvoll sein, sich auch die anderen Anbieter anzusehen. Achtung, bitte nur solche Sticks kaufen, die in den letzten 12 Monaten circa rausgekommen sind, weil nur bei denen ist garantiert, dass sie den aktuellsten FIDO2-Standard, den aktuellsten WebAuthn-Standard auch direkt im Stick schon implementieren. Andere könnte sein, dass sie zurückfallen müssen auf ältere Protokolle, die vielleicht dann serverseitig in absehbarer Zeit nicht mehr unterstützt werden. Frage dazu ist gekommen, wie gefährlich sind diese USB-Sticks? Man hört immer, dass auch die Firmware überschrieben werden kann. Ja, also bei Sticks zum Beispiel von YubiKey kann die Firmware nicht im Feld ausgetauscht werden. Dadurch mussten auch schon ein paar, nachdem Sicherheitslücken bekannt geworden sind, zurückgerufen werden. Wirklich Hardware ausgetauscht werden und dieses Unternehmen war sehr gut darin, diese dann auch kostenlos auszutauschen, wenn Sicherheitslücken bekannt wurden. Es gibt andere, da kann man die Software überschreiben. Und das ist ein Thema, das noch durchaus in der Diskussion ist. Die Möglichkeit, wie kann man aus der Ferne feststellen, ist das jetzt ein nicht modifizierter Stick oder nicht, das ist noch in der Standardisierung befindlich. Aber zu den biometrischen Daten noch vielleicht was, sehr praktischer Hinweis. Ist gekommen, Kletterer oder auch Handwerker könnten da ausgeschlossen werden. Mit Fingerabdrücken ein großes Problem, so ist es, ja. Ja, also biometrische Authentifizierung gibt es nicht die eine, die für alle funktioniert. Fingerabdruck funktioniert für die meisten, aber nicht für alle. Gesichtserkennung funktioniert für die meisten, aber nicht für alle, ist nicht so sicher wie Fingerprint. Also Gesichtserkennung hat andere Probleme. Wenn man
biometrische Authentifizierung einsetzen kann, ist es ein sehr guter Kompromiss, um sich nicht viele Passwörter merken zu müssen. Und vor allem in der Kombination gute biometrische Authentifizierung am eigenen Smartphone mit dem eingebauten FIDO2-Software-Token, das zum Beispiel bei Android bis zu Android 7 zurück inzwischen funktioniert, kann man sich authentifizieren am eigenen Handy biometrisch. Der Fingerabdruck geht nirgendwo anders hin, der wird nirgendwo zentral gespeichert, sondern bleibt am eigenen Mobiltelefon. Und gegenüber dem Webservice authentifiziert man sich mit FIDO2 als Standard, das im Moment der beste ist, den wir haben. Und im Gerät selbst gespeichert liegen die entsprechenden kryptografischen Schlüssel. Also Sie brauchen dann nicht einmal einen extra USB-Key, wenn Sie das im Gerät selbst haben und sich vom Smartphone aus anmelden können. Andere Zwischenstandards wie zeitbasiertes, also time-based OTP oder hash-basiertes OTP sind so Übergangsmechanismen, die zum Teil eine Verbesserung sind gegenüber rein nur Passwörtern und definitiv besser sind als SMS-Authentifizierung, aber die man über die Zeit eher ablösen sollte durch den neuen FIDO2-Standard. Ja, und schließlich, wie übermitteln Sie vertraulich Daten an Ihre Kunden? Die Fragen sind, sind es nur Standardpartner, mit denen Sie sowieso immer wieder zu tun haben? Dann kann man sich leicht was überlegen an Mechanismus, das beide unterstützen. Oder muss es mit einem ganz offenen Kundenkreis, einem ganz offenen Empfängerkreis funktionieren? Verschickt man seine Rechnungen, Kontoauszüge an beliebige Kunden? Dann wird es schwierig. Kann man voraussetzen, dass bestimmte Endgeräte zur Entschlüsselung vorhanden sind? Oder muss es in allen Browsern, in allen E-Mail-Clients funktionieren? Und hier habe ich leider keine gute Empfehlung für die Praxis, sondern eher ein paar Hinweise, dass zum Beispiel PGP zwar Open Source ist, kryptografisch gesehen in Ordnung ist, aber oft in der Praxis nicht breit funktioniert. Diese ZIP- und PDF-Verschlüsselung, die kann gut sein, wenn das Tool das auch ordentlich implementiert, hängt aber stark daran, wie das Passwort übermittelt wird. Wie komplex ist das? Wird das Passwort geändert? Wie übermitteln Sie das? Wenn in der Plaintext-E-Mail mit dem PDF-Anhang auch das Passwort mit drin steckt, brauchen Sie es gar nicht verschlüsseln, da bringt es nichts. Also diese Frage, wie übermittelt man dieses Verschlüsselungspasswort, ist eine, die nicht gut geklärt ist. Und schließlich dieser Download per HTTPS, also Sie schicken einen Link aus, da können Sie Ihre Rechnungen downloaden, hängt wieder daran, wie authentifizieren sich Ihre Kunden, Ihre Partner gegenüber Ihrem eigenen Webservice und damit wieder zurück zur vorherigen Diskussion über Passwörter und andere Authentifizierungsmechanismen. Da will ich noch kurz zwischengrätschen, und zwar, es hat im Zusammenhang mit der Driving License die Frage gegeben, wie schaut es da aus mit Apple, iOS? Und das zweite Thema, auch iOS-basiert, gibt es Alternativen auch im iOS-Umfeld? Ich kann natürlich nicht kommentieren, was Apple mit iOS macht. Das, was ich denke, ich öffentlich sagen kann, weil das ist auch in den Protokollen der ISO-Standardisierungsmeetings ersichtlich, Apple-Mitarbeiter nehmen an dieser Standardisierungsgruppe zum mobilen Führerschein teil. Danke. Und schließlich zuletzt noch vielleicht digitale Unterschriften. Wie signieren Sie Ihre Dokumente, dass eindeutig sichtbar ist, dass dieses Dokument nicht verändert wurde und von wem es kommt? Hier gibt es auch wieder ein paar Fragen. Die erste, vielleicht wichtigste, wenn diese Signatur rechtsgültig, eine qualifizierte sein muss, dann kommt man an dem EIDAS-Standard ohnehin nicht vorbei, ist dann aber europaweit schon interoperabel. Hat aber dann Fragen wie, von wo aus wird signiert, von wo wird diese Signatur geprüft? Muss die nur einmal geprüft werden, wenn man dieses Dokument empfängt, oder muss das auch langzeitig archiviert und geprüfbar bleiben in dieser Dokumentensignatur? Und da, also wenn Sie es können, nehmen Sie EIDAS am besten mit einem qualifizierten Key, der per Zwei-Faktor-Authentifizierung entsprechend hinterlegt wird. Und vielleicht eine kleine Warnung davor, es gibt einige Web-Services, die so eine Signaturerstellung und Prüfung anbieten. Die sind aber, wenn die nicht EIDAS oder andere solche Standards verwenden, sind die nicht unbedingt interoperabel. Und da ist die Gefahr groß, dass sie sich dann binden an einen dieser Anbieter. Und damit sind wir bei Richtung Abschlussstatement. Die große Gefahr ist, dass man einen Anbieter auswählt, der zwar innerhalb eines geschlossenen Kreises sehr gut funktioniert, wie zum Beispiel diese Signaturservices, wo man seine Dokumente an diesen einen Signatur-Webservice hochlädt, Kunden dann vielleicht genau denselben Service verwenden, um innerhalb des Services irgendeine Form von, ja, ich habe das gelesen, ich bestätige das, abzugeben. Aber dadurch ist die Gefahr vor allem für kleine Firmen groß, sich in einen Login zu begeben. Also, dass man hier sich dann diesem einen Anbieter stark ausliefert, weil man es dann nicht selbst portieren kann. Wenn dort die Preise erhöht werden, wenn der Anbieter diesen Service einstellt, hat man unter Umständen ein Problem. Also hier habe ich keine gute Antwort, aber ich würde die Frage mitgeben, was ist Ihr Plan B? Was ist der Plan B, wenn dieser eine Service gerade nicht mehr funktioniert? Können Sie umsteigen? Können Sie Ihre bisherigen Daten, die Sie vielleicht auch rechtsgültig archivieren müssen, nachweisen müssen, wie kriegen Sie die wieder raus?
Und dadurch vielleicht eher noch ein Hinweis, es gibt nur zum Beispiel Authentifizierung, aber auch im Signaturbereich und vielen anderen, sehr oft die einfache und am Anfang kostengünstigere Möglichkeit, das über zentrale Datenbanken zu machen. Wie zum Beispiel könnte man biometrische Authentifizierung für digitale Identitäten relativ leicht machen, indem man Sensoren in der Umgebung verteilt hat, Kameras, Fingerabdrucksensoren und so weiter, und alle diese biometrischen Merkmale aller Individuen, aller Personen in der zentralen Datenbank ablegt und die Verifier, also die Tür, die jetzt aufgehen muss, oder das öffentliche Verkehrsmittel, oder eben auch der Webservice, an dem man sich anmeldet, diese zentrale Datenbank ablegen. Das ist das Modell, das zum Beispiel die indische Aadhaar-Datenbank verwendet. Aber man bindet sich an diesen einen Service. Und wenn dieser eine Service ein Sicherheitsproblem hat, wenn dann hunderte Millionen biometrischer Daten, hochqualitativer biometrischer Templates geleakt werden, mit allen verbundenen Informationen, haben wir ein großes Problem. Daher eher das Plädoyer innerhalb von Europa mit unserer sehr stark dezentral geprägten Architektur, das auch dezentral in der technischen Ausprägung umzusetzen. Und das ist einer unserer Forschungsschwerpunkte, den wir an der Johannes Kepler Universität über das Christian Doppler Labor verfolgen, das wir im Jänner dieses Jahres gegründet haben. Wie kann man digitale Authentifizierung dezentral machen, ohne sich notwendigerweise an einen einzigen Anbieter binden zu müssen? Wenn es dazu Fragen und Interesse gibt, sind wir natürlich jederzeit gerne zu Diskussionen bereit. Dankeschön. Herzlichen Dank, Herr Professor Meyerhofer. Eine Frage ist auch noch gekommen, Handysignatur oder Nachname. Hat der Teilnehmer geschrieben oder die Teilnehmerin. Sozusagen, wie kann ich sicher sein, dass ich sozusagen da das richtige Dokument auch bekomme? Vom in dem Fall Hans Huber aus. Also die österreichische Handysignatur, die eine Alternative ist zur, also eine Ausprägung ist der Bürgerkarte, eine Alternative zu der Plastikkarte mit Kartenleser und idealerweise Klasse 2 Leser mit der Tastatur dort schon eingebaut, die wir früher hatten, ist ein Mechanismus, mit dem eIDAS rechtskonforme Signaturen erstellt werden können. Also da sind Sie im Bereich der qualifizierten Signaturen mit der Handysignatur und damit in derzeit dem besseren Signaturstandard. Wie kann man jetzt sicherstellen, dass das wirklich von der Person ist? Eine Handysignatur können Sie nur erstellen, wenn Sie diese einmal aktiviert haben. Das macht man, indem man zum Beispiel zu einem lokalen Meldeamt geht. Das macht nicht jedes Meldeamt, aber es gibt sehr viele, wo man einfach hingehen kann und die eigene Handysignatur registrieren kann. Und dort wird ein amtlicher Lichtbildausweis überprüft. Also hier wird das verknüpft mit den Daten, die in amtlichen Registern zur Verfügung stehen. Es wird dann ein Zertifikat ausgestellt und dieses Zertifikat beim Handysignaturservice hinterlegt. Wenn jetzt jemand über die Handysignatur eine solche Unterschrift auf einem PDF-Dokument typischerweise aufbringt, dann ist der Verweis auf dieses Zertifikat in der Signatur enthalten. Und wenn Sie jetzt einen aktuellen PDF-Reader haben, zum Beispiel den aktuellsten Acrobat PDF-Reader, dann kann der diese digitale Signatur prüfen. Also das, was visuell nur auf das PDF draufgelegt wird, dieser kleine Stempel, dieser kleine Signaturblock, mit der diese Person hat das unterschrieben, das ist nur eine visuelle Hilfestellung. Ja, da hat jemand was drauf gemacht, aber auf das kann man sich nicht verlassen. Also bitte dieses übergelegte kleine Bildchen, das ist wertlos für die Prüfung einer Sicherheit. Sondern Sie müssen wirklich im PDF-Reader auf dem Endgerät die Signatur selbst prüfen, die digitale Signatur, die in dem Dokument dann enthalten ist. Und dort, bei dieser Signaturprüfung, wenn die dann hoffentlich grünes Ergebnis ergibt, ja, die Signatur ist korrekt, das Dokument wurde nachträglich nicht verändert, dann können Sie die Details zu dieser Signatur ansehen, kriegen dort dann den vollen Namen des Signierenden, der Signierenden und können auch prüfen, dass dieses Zertifikat wirklich von, in dem Fall, einer Stelle ausgestellt wurde, die nach oben zurück sich schließt auf die österreichischen Zertifikate. Also im Reader, im PDF-Reader kann man sich diese gesamte Kette ansehen und damit sich gewiss sein, von wem das jetzt kommt. Da hat man den vollen Namen und muss halt dann selber wissen, ist das auch wirklich der volle Name der Person oder gibt es eine Namensgleichheit und so weiter. Das ist aber ein Problem, das man sowieso immer hat. Aber diese Zuordnung, die kann man dann schon sehr sicher treffen. Vielleicht kleines Randkommentar, auch da gibt es Web-Services, um die Signatur zu erzeugen. Also man lädt ein PDF-Dokument hoch, wird dann gefragt, per SMS-Verifikation zum Beispiel diese Signatur zu bestätigen und kriegt dann das signierte PDF-Dokument wieder zum Download angeboten. Und umgekehrt, man lädt das signierte PDF-Dokument zu einem Web-Service hoch und der Web-Service sagt einem dann, ja, wurde korrekt signiert von dieser Person oder ist nicht korrekt signiert.
Da müssen Sie sich fragen, vertrauen Sie diesen Webservices ausreichend mit den Inhalten der PDF-Dokumente, die Sie da hochladen? Das heißt, das kann für manche Arten von PDF-Dokumenten in Ordnung sein. Für andere, vor allem wenn es jetzt persönlich sensitive Daten umfasst, Daten, die vielleicht auch medizinische Daten oder andere sehr geschützte Kategorien umfassen, dürfen Sie diese PDFs überhaupt hochladen an externe Anbieter. Es gibt in Österreich zum Beispiel dieses kleine Tool PDF Over für alle Plattformen, wo Sie lokal auf dem eigenen Rechner diese Signatur von so einem PDF-Dokument mit der Handysignatur anbringen können. Das ist das, wie wir es machen. Also wenn wir Prüfungsdokumente für Studierende mit persönlichen Daten haben, das sind PDFs, das machen wir lokal am Rechner, PDF Over aufrufen, dieses PDF angeben, mit der Maus hinziehen, wo möchte man diesen visuellen Block haben. Man wird gefragt nach der Handysignatur, Telefonnummer, Passwort, kriegt dann die SMS zur Bestätigung und hat dann nur lokal am eigenen Rechner signierte PDF-Dokument. Das übermittelt man an den Empfänger und auf Empfängerseite wird es mit dem lokal installierten PDF-Reader geprüft. Damit gehen keine Daten an Drittanbieter raus, die nicht sein müssten. Eine kurze Frage noch. RTR-Signaturprüfung, wie schaut es aus? Der Webservice der RTR ist höchstwahrscheinlich recht vertrauenswürdig in Österreich und wird auch rechtskonform mit den Daten umgehen. Also niemand würde der RTR in Österreich unterstellen, dass sie die PDFs, die hier hochgeladen werden für diesen Service, dass die irgendwo anderwertig verwendet würden oder kopiert, gespeichert würden. Aber die Gefahr bleibt natürlich bei allen Services, egal wer der Anbieter ist, dass es Fehler geben kann, Fehler geben wird. Software ist nicht perfekt und auch diese Webservices werden Implementierungsfehler haben. Das heißt, auch ohne jetzt Vorsatz, auch ohne, dass dieser Service bewusst vielleicht irgendwie die Daten anderwertig verwenden möchte, können Fehler passieren. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, die Signatur und Prüfung lokal auf Ihren eigenen Systemen, auf den Endgeräten zu machen und nicht übermitteln zu müssen, nehmen Sie sich einfach einen möglichen Risikovektor selbst weg. Eine Frage auch noch kurz zur Schreibweise, YubiKey, wie schreibt man es? YubiKey und Key wie der Schlüssel KEY. Danke. Und zwar vielleicht gesellschaftspolitische Themen. Ganz kurze Antwort. Immer mehr digitale Services wandern sozusagen zu den Big Five, wurde da gesagt, oder gefragt. Welche Institutionen sind aus Ihrer Sicht sozusagen, Behördensicht, die idealen für solche digitalen Identitäten und Prüfzertifizierungen? Die Frage traue ich mir nicht. Oder Bank oder Behörde oder... Die Frage traue ich nicht global beantworten, weil die ganz stark vom Use Case abhängt. Ich persönlich, da spreche ich jetzt einfach als Privatperson, hätte ungern mein ganzes Sammelsurium an Ausweisen, die ich jetzt noch nicht digital habe, bis zum Reisepass bei irgendeinem zentralen großen Cloud-Anbieter abgelegt. Würde ich sie vielleicht bei meiner Bank ablegen, wo ich auch das Vertrauen habe, weil mein Geld dort liegt? Ja, vielleicht. Also hier würde ich persönlich bevorzugen, eher lokalere Anbieter, die nicht Milliarden von Accounts haben, wo eine Sicherheitslücke massivste Auswirkungen hat. Also es ist einfach auch wie man es in der Finanzwelt hat, ein Risiko streuen, möchte man wirklich alle Eier in einen Korb legen oder verteilt man sie lieber auf mehrere verschiedene Plätze? Okay, Account war das Stichwort. Ganz zu Beginn ist nochmal die Frage gekommen, Pro-Account, was meint man damit? Das hätten zwei Wörter sein sollen, also lieber ein extra Passwort für jeden einzelnen Account, für jeden einzelnen Zugang, für jeden Service verwenden und nicht Passwörter teilen. Also das Passwort teilen ist eines der größten Problemfelder, das wir haben für derzeitige Angriffe. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank mal für die Ausführungen. Von meiner Seite her, wir wechseln da immer uns mit den Masken ab und auch der Abstand ist gewahrt, noch ein paar Hinweise geben. Zum einen, dann müssen wir da schnell schnappen. Und zwar, es gibt ja auch ganz geschickte Unterstützungsmaßnahmen für Sie als Unternehmerin, Unternehmer, wenn es um das Thema IT-Security geht. Also eine Schiene ist Erfolg Plus, sich mit einem IT-Spezialisten der Fachgruppe Unternehmensberatung IT einmal zusammenzusetzen, zu schauen, wie sicher ist mein Unternehmen aufgestellt, wo habe ich Handlungsbedarf, nennt sich Erfolg Plus, Unterstützung bis zu 750 Euro. Und das zweite, Entschuldigung, das war jetzt zu schnell, durchgeklickt, sorry, ganz am Schluss. So. Ist der Digital Starter Upgrade.
Wenn viele auch glauben, es geht primär bei dieser Förderschiene um das Thema E-Commerce, es geht auch um das Thema digitale Sicherheit und das in Zeiten wie diesen immer stärker. Also auch hier bitte Digital Starter Upgrade in Richtung IT-Sicherheit mitdenken. Hier haben Sie die Möglichkeit, zum einen Sicherheitsbedrohungen zu analysieren, zum anderen auch sich fit zu machen mit Ihrem Unternehmen für potenzielle Angriffe und um hier auch dann absolut in eine sichere Zukunft zu gehen. Ein paar Infos noch zum Abschluss. Alle Infos, die nächsten Termine auch im Rahmen der Webinar-Serie finden Sie bei uns auf der Plattform unter www.wk-events.at/IT-Security. Da haben Sie auch dann alles zum Nachlesen, alles zum Nachhören. Und wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es im Anschluss an das Webinar noch Fragen gibt, bitte gerne an uns wenden. Und wir versuchen das auch gemeinsam mit den Partnern der DJCO auch beantworten zu können. Herzlichen Dank und noch einen schönen Vormittag.